Herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute kochen wir einen Spanferkelrücken mit Saubohnen, also weiße große Bohnen in Olivenöl gegart und Rosmarinkartoffeln. Folgende Zutaten benötigen wir einmal für die Saubohnen, die sind hier bereits aus der Schale genommen. Das sind also getrocknete Bohnen, die eingeweicht werden. Benötigen wir weiterhin Knoblauch, Zwiebeln, Lauch, Karotte. Für das Schwein, der sehr schön eingebunden ist hier, benötigen wir ein bisschen Rosmarin und Thymian, den Pommery-Senf und Kalbsschühen. Wir beginnen mit den Saubohnen, die ja etwas länger benötigen. Olivenöl, dazu die Zwiebeln rein, Karotte dazu, Lauch dazu und den Knoblauch. Schwitzen das Ganze an. Geben nun die Bohnen dazu. Und füllen das Ganze mit etwas Gemüsebrühe auf. Mengen das durch. Geben etwas Rosmarin und Thymian hinein. Füllen das Ganze mit Olivenöl auf. Das Ganze wird nun circa bei der Hitze zwei Stunden gegart. Nun folgt auch in dem Zusammenhang der Spanferkel, also der Spanferkelrücken. Wir würzen ihn, und zwar nur mit Pfeffer. Und braten ihn hier in der Pfanne an. Und zwar wichtig ist hier hauptsächlich auf der Haut. Wir haben jetzt die Spanferkel an beiden Seiten angebraten. Geben es auf der, nicht auf der Hautseite, sondern wir geben auf der anderen Seite, reiben wir das schön mit Pommery-Senf ein. Senf ist auch antiseptisch, also was ganz Tolles. Sehr grobkörnig ist der. Dann etwas Thymian dazu. Rosmarin. Und wir geben das jetzt nun in den Ofen bei 100 Grad. Circa 1 bis 1,5 Stunden benötigen wir. Aber der muss langsam garen. Ganz wichtig, langsam garen. Ja, und wir richten auch schon unser Spanferkel an. Die Bohnen haben jetzt wirklich fast 2 Stunden gebraucht. Das ist wichtig, dass sie also langsam garen. Nun kommen die Kartoffeln dran, die ja vorgegart sind. Und das schmeckt auch immer sehr interessant oder sehr gut. Ich nehme hier auch Rosmarin in das Öl rein, damit die ätherischen Öle in das Olivenöl reingehen. Und schwitze da die Kartoffeln an. Sieht sehr schön aus. Wichtig ist immer, dass man sich ein bisschen Mühe gibt, dass die Kartoffeln vielleicht etwas einheitlich aussehen. Und dann gieße ich das mit etwas Jus ab. Dadurch bekommen die Kartoffeln nochmal so einen pfiffigen Geschmack. Wir richten jetzt an. Und zwar hier würde ich einen tiefen Teller empfehlen. Wichtig wieder, dass er natürlich vorgewärmt ist. Die Bohnen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit einem Spanferkel in Niedertemperatur gegart, Olivenöl gegarte Saubohnen oder weiße Bohnen und die tollen Kartoffeln, die ich also in der Jus mit Rosmarin anzutiert habe.